Hallo, hier ist Bad Nomis. Heute schauen wir eine britische Ration an, das Menü Nummer 10. So, jetzt kommen wir zum Menü Nummer 10, den letzten. Die anderen haben wir ja alle schon angeschaut. Da hat sich jetzt auch nur das Hauptgericht geändert und der SpongeBob wieder. Sonst ist alles gleich geblieben. Der Thunfisch ist gleich. Der schmeckt sehr gut. Der ist schön saftig mit Mayonnaise. Hefeextrakt, Erdbeermarmelade, Schokolade, der Energieriegel, da die Kekse, heiße Schokolade, also Kakao. Der schmeckt ganz gut hier. Tabasco. Dann der isotonische Getränk. Das mit Orangengeschmack. Also haben sie zwei Stück drin, einmal mit Beerengeschmack und einmal mit Orangengeschmack. Da ist hier die Tüte mit dem Kaffee, Tee, Zucker, Kaffeeweiße und Kaugummi und Streichhölzer sind noch drin. Ach, und die Wasserentkeimungstabletten hier. Und Taschentücher und da sind noch süße Bonbons. So, Suppe haben wir jetzt auch wieder. Hähnchensuppe da. So, selbst so heute schmeckt. Also schmeckt nach Hähnchen, hat aber so einen komischen Nachgeschmack. Frühstück ist wie immer oder fast immer Würstle, Omelette und Bohnen. Sehr gut. Frühstück schmeckt gut. Aber man könnte ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, nicht immer das gleiche rein. Also bei den Suppen machen sie verschiedene. Gut, jetzt war glaube ich viermal gleich. Hauptgericht ist jedes Mal anderes. Und Dessert wechselt alle zwei Menüs immer. So, probieren wir mal. Das sind die Ravioli. Da. Mit Bildsoße. Sehen, wie die schmecken. Nehmen wir gleich mal so eins. Buh. Da schöner Pilz. Schammiger. Also das schmeckt mir nicht. Komischen Geschmack. Die Soße ist diesmal komisch. Ja, die Soße geht eigentlich. Da sind es dann eher die Ravioli. Ja? Also Ravioli. Nichts gescheit. Und die Pilze sind auch nicht so gut. Jetzt habe ich die billigsten genommen, die es gibt. Ja. Nicht so gut. Da haben wir hier SpongeBob wieder. Ich habe es diesmal wärmer gemacht, aber die Soße zerläuft nicht so recht. Das ist ja dasselbe wie beim letzten Menü. Ja. Zitrone. Schön süß ist das. Oh, zu süß für mich. So, jetzt haben wir alle Menüs angeschaut. Die waren alle vom Jahr 2009. Also kann man sagen, das passt eigentlich. 10 Menüs sind da drin für 10 Tage. Kann man weiterempfehlen.
So, mal sehen, was wir als nächstes anschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.